Kannst du ohne Talent und mit miesem Equipment gute Musikproduktion machen? Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. In diesem Video geht es aber nicht um Logic Pro, sondern um eine Sache, die mich schon seit längerer Zeit beschäftigt. Ich bekomme schon seit einiger Zeit E-Mails wie zum Beispiel: Hey, ich habe mir demnächst in einem Supermarkt eine Akustikgitarre gekauft für 30 Euro. Wie kann ich denn machen, dass die richtig gut klingt in meinem Home-Recording-Studio? Fragen, die ich noch öfter kriege, ist: Hey, ich habe hier einen Song eingesungen für meinen Freund, ein Cover, ich kann aber gar nicht richtig gut singen, haha. Wie kann ich denn machen, dass meine schiefen Töne richtig gerückt werden? Oder welches Programm ist besser, Autotune oder Melodyne? Und das macht mich so ein bisschen stutzig. Fakt ist natürlich, es gab noch nie eine bessere Zeit, um von zu Hause aus eigene Songs zu produzieren. Die Musikproduktionssoftwaren sind heutzutage so leistungsstark und so günstig wie noch nie. Außerdem ist es wesentlich einfacher geworden, Aufnahmefehler im Nachhinein zu korrigieren. Du kannst zum Beispiel wackelige Live-Drums, also Akustik-Drums, heutzutage im Nachhinein mit Flex-Time-Algorithmen quantisieren. Ich weiß, ich glaube, bei Logic kam das 2012 raus und ich weiß noch, wie ich das erste Mal völlig fasziniert davor saß und ein Akustik-Drumset quantisiert habe und die einzelnen Schläge zurechtschieben konnte. Also das gab es vor 10, 12 Jahren so noch nicht oder es war zumindest viel schwieriger. Du kannst schlecht eingesungene oder schief eingesungene Töne heute in Rekordzeit mit Melodyne, mit Autotune zurechtrücken. Du kannst billige oder schlecht aufgenommene Instrumente mit Signature-Plugins von Topmischern aufpumpen, sodass sie zumindest auf den ersten Blick oder auf den ersten Hörer besser klingen. Und langweilige Texte kannst du mit vielen Spezialeffekten kaschieren und aufpumpen. Und genau aufgrund dieser Fragen, Supermarkt-Gitarre, Autotune und so weiter, habe ich den Eindruck, dass viele heutzutage glauben, dass Musikproduktion genau so funktioniert, dass du irgendwie nicht viel Talent brauchst, dass es einfach ist, sowas aufzunehmen, auch wenn es mies klingt, dass die Technik das alles irgendwie schon richten wird. Fakt ist aber auch, zumindest meiner Meinung nach, dass diese oben genannten Techniken oder gerade genannten Techniken, dass die der falsche Ansatz sind. Warum? Weil es die falsche Herangehensweise ist. Eine Musikproduktion sollte dazu da sein, tolles Ausgangsmaterial, also einen guten Text, gute Musiker und einen gut arrangierten Song besser zu machen. Und nicht um talentfreie Künstler, mies eingespielte Instrumente und vor allem schlechte oder billige Instrumente irgendwie künstlich aufzupumpen. Und sowieso bin ich der Überzeugung, dass du eine miese Performance nicht gut mischen kannst. Du kannst eine mies eingespielte Performance, einen schlechten Song, einen schlechten Sänger, schlechte Musiker kannst du nicht gut mischen. Das ist nicht möglich. Denn eines, und das musst du dir merken, können diese ganzen Tools wie Melodyne, Autotune, die ganzen Spezialeffekte, Captain Chords oder wie sie auch alle heißen, eines können diese Dinge nicht, und das ist Emotionen erzeugen. Und das ist das Wichtigste am Songwriting und an der Musikproduktion überhaupt. Du musst Emotionen erzeugen können, ansonsten kannst du deinen Zuhörer nicht emotional abholen und er wird sich nicht für deinen Song interessieren. Nochmal. Technik und Plugins können keine Emotionen erzeugen. Ich denke, das größte Problem bei Musikproduktionen, die sich ausschließlich oder fast ausschließlich auf viel Technik verlassen, ist, dass sie austauschbar werden, einfach weil ihnen der individuelle Faktor fehlt. Das kannst du ganz gut feststellen, wenn du in die Charts hörst oder hör mal in die Playlist rein von einem bestimmten Musikgenre, zum Beispiel R&B oder Deutschrap oder was auch immer. Hör mal in die Playlist bei YouTube rein, von einem bestimmten Genre. Du wirst hören, dass sich alles gleich anhört. Alle verwenden die gleichen Beats, alle verwenden die gleichen Instrumente, alle verwenden die gleichen Splice, Samples und irgendwie ist diese Musik zumindest zum großen Teil total austauschbar geworden, zumindest soundmäßig. Ein anderes Problem ist, dass meines Erachtens der Faktor Kunst beim Musikproduzieren immer unwichtiger wird. Ja, aber nichts anderes ist Musik produzieren, also Songs zu schreiben, Texte zu schreiben, Instrumente einzuspielen, auch abmischen, auch mastern, das ist Kunst. Und dieser Faktor war früher das Wichtigste bei einer Musikproduktion. Das heißt, gute Texte, gute Musiker, eine gute Performance. Und die Musikproduktion war dazu da, um diese Kunst, also diese Songs, modern und professionell klingen zu lassen. Heutzutage habe ich manchmal das Gefühl, es ist genau andersrum. Und es geht eher dazu, nichtssagende Texte und zweiklassige Künstler mit einer Produktion künstlich aufzupumpen. Hauptsache, es ist laut und macht Eindruck. Das siehst du vor allem auch bei der visuellen Darstellung von solchen Songs auf YouTube oder wo auch immer.
Was ist also jetzt so irgendwie das Fazit von der ganzen Sache? Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir beim Songwriting und beim Musikproduzieren einfach mal wieder einen Schritt zurück machen. Dass wir einfach mal probieren, uns vielleicht mit der Gitarre oder mit dem Piano in den Keller setzen und versuchen, einen guten Song zu schreiben oder gute Texte zu schreiben, als uns stundenlang durch riesige Sound-Libraries zu klicken, was ich selber auch oft genug gemacht habe. Bestimmt ist es auch hilfreich, gerade wenn du mit akustischen Instrumenten arbeitest, dass du dir nicht irgendeine Gitarre in der Supermarktkette kaufst, sondern vielleicht in einen Fachhandel gehst und dir ein Instrument kaufst, das ein bisschen teurer ist. Du wirst mit einem Drumset, das du dir beim Otto-Versand bestellst, mit einem Kinderschlagzeug, wirst du nicht so eine Aufnahme machen können wie mit einem ordentlichen Schlagzeug. Ich sage ja nicht, dass es 10.000 Euro kosten muss, aber vielleicht zumindest mal 1.500. Also Qualität hat irgendwo auch ihren Preis. Das bedeutet, wenn du gute Aufnahmen machen möchtest, dann brauchst du auch qualitativ einigermaßen hochwertiges Equipment zumindest. Wir erinnern uns nochmal zurück an die Eingangsfrage, wie kann ich machen, dass meine schief gesungenen Töne besser klingen? Indem du Gesangsunterricht nimmst und nicht indem du fragst, welches Programm ist am besten für Autotune. Wenn du eine gute Gitarrenperformance brauchst, dann nimm nicht den Loop, den tausend andere vor dir auch schon benutzt haben, sondern spiel die Gitarre selber ein, lern Gitarre oder miet einen Gitarrist, der dir das einspielt. Wenn du gute Texte schreiben willst, dann lies Bücher darüber. Es gibt viel Literatur von guten Textschreibern. Lies Bücher darüber und lern gute Texte zu schreiben. Setz dich am Nachmittag hin, einmal in der Woche und versuch einen guten Text zu schreiben. Kleiner Hinweis, es muss nicht immer nur um Sex, Drogen oder Gewalt gehen. Also nochmal, Kreativität ist bei der Musikproduktion immer wichtiger als die Technik. Und da möchte ich mir auch mal selber an die eigene Nase greifen. Und vielleicht schaut es sich auch der eine oder andere YouTuber an, der Videos zur Musikproduktion macht. Klar, wenn du dir Videos über Musikproduktion anschaust, geht es zu 90, vielleicht sogar 95% immer nur um Technik. Ja, und wie gesagt, ich greife mir selber an die Nase. Auch meine Videos handeln meist um Technik. Ich stelle eine Hardware-Komponente vor, ich stelle einen Kompressor vor, ich stelle die Voxbox vor, ich stelle irgendwelche tollen neuen Plugins vor, die gerade rausgekommen sind und die deine Musikproduktion besser machen. Klar ist es auch so, dass wir natürlich, wir YouTuber, die Videos über Musikproduktion machen, das auch so ein bisschen suggerieren, immer der neuesten Technik hinterher zu jagen und dass du das genau das machen musst und dass du immer neue und teurere Plugins brauchst, um gute Musikproduktion zu machen. Aber das stimmt einfach nicht. Und das gilt übrigens auch fürs Abmischen. Auch Abmischen ist, ich hatte es vorher schon gesagt, eine Kunst. Auch Mastering ist eine Kunst. Wenn du nur weißt, wie man eine Patchbay steckt, wenn du nur weißt, wenn du jedes einzelne Plugins von Logic in- und auswendig kennst, wenn du technisch versiert bist, wirst du keinen guten Mix hinbekommen. Auch dafür brauchst du ein musikalisches Gehör. Das heißt, du solltest dich auch, wenn du kein Instrument spielst, nur abmischen möchtest, auch da solltest du dir irgendwie ein musikalisches Verständnis aneignen, vielleicht ein Instrument lernen oder dich zumindest ein bisschen damit beschäftigen. Ein Top-Produzent hat mal gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, Musik passiert zwischen den Rastern, zwischen dem Grid. Also das Raster ist das Raster, was du in deiner Digital Audio Workstation, in deiner Musikproduktionssoftware siehst. Die 1, die 2, die 3, die 4. Alles ist gerade und wenn du alles gerade quantisierst, ist immer alles genau auf dem Grid, alles genau auf dem Raster. Aber, und ich finde, da hat er recht, Musik passiert zwischen den Rastern. Wenn du zum Beispiel eine Schlagzeugaufnahme machst und du hörst den Drummer atmen im Hintergrund oder mitschreien im Hintergrund, finde ich immer sehr lustig, passiert aber tatsächlich bei solchen Aufnahmen. Das hast du nicht, wenn du Easy Drummer benutzt, du wirst keinen Menschen hören. Oder wenn der Stick gegen gegen den Trommelrand klackert. Wenn du einen Gitarrenamp hast, wo ein Rauschen da ist oder wo du von mir aus noch hörst, wo ein Plektrum runterfällt, wenn du den Amp mehrfach aufnimmst oder was auch immer. Ich denke, das ist das, was er meint. Wenn eine Note irgendwie so, eine Blue Note so angesungen ist, dass du sie nicht mit Melodyne zurechtziehen kannst, das ist das, was zwischen dem Grid, zwischen dem Raster passiert. Und da sollten wir alle in der Musikproduktion, glaube ich, wieder mehr Wert drauf legen. Wenn alles glatt gebügelt ist und alles tausendprozentig quantisiert ist und jeder Bassdrum-Schlag genau auf die 1 und 2 und 3 und 4 kommt, direkt auf den Grid legt, dann ist nichts mehr individuell. Dann klingt irgendwann alles gleich und alles ähnlich. Und wenn man sich die Charts anhört, ist das meines Erachtens zumindest in vielen Bereichen so. Deswegen zum Schluss nochmal die Frage, kannst du ohne Skills und mit miesem Equipment gute, professionelle Musikproduktion machen? Nein, kannst du nicht. Achte auf qualitativ hochwertiges Equipment, soweit es dein Geldbeutel hergibt, aber noch viel, viel wichtiger, lern die zwei wichtigsten Aspekte von Musikproduktion und das sind Fantasie und Kreativität.
Das kommt noch vor der Technik und das ist am allerwichtigsten, dass eine gute Musikproduktion, dass ein guter Song entsteht. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Stimmst du mir dazu oder sagst du, so recht hat er nicht. Ich finde schon, man kann miese Songs kaschieren, man kann eine miese Performance kaschieren, ist heutzutage kein Problem mehr. Die Technik richtet alles für uns. Schreib es mir bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder wenn du das Video teilst oder im besten Fall abonnierst und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!